Willkommen zu einer neuen Folge. Es geht direkt weiter mit dem Geknüppel. Ich muss schnell meine Polizisten orten. Wie viele sind hier? 1, 2, 3, 4 sehe ich direkt. Wo ist der fünfte? Fire, Fire. Okay, die sind alle vor Ort. Dann darf jetzt der Kampf beginnen. Irgendwie gibt es täglich einen Aufstand, das finde ich gar nicht mal so gut. Die Toilette muss repariert werden. Herrje, herrje. Also der fünfte Kopf war auf jeden Fall eine gute Anschaffung, die 6 Zellen hier aber auch eine gute Anschaffung. Was geht jetzt hier weiter vor? Da sind schon Elfenminen. Ja, eine Woche Medical Attention. Paul Cadwell und Paul Evans. Ja, ja. Dürfen bald raus. Und noch extra Cash. Ich habe übrigens die Zahl gehört, in Deutschland kostet ein Gefangener im Gefängnis pro Jahr ungefähr 45.000 Euro. Wegen der Unterbringung, dem Gehalt für die Wärter, alles Mögliche, ne? Gutachten und so, also schon richtig teuer eigentlich. So, jetzt ja, jetzt Moment mal. Essenszeit. Essenszeit heißt, die hauen nicht meistens auf die Schnauzezeit. Du gehst zu den Ärzten. An den Kopf schicke ich mal hier einzeln ein bisschen rum. Damit die auf jeden Fall vor Ort bleiben, dass sie hier alle gewittet essen. Macht auf jeden Fall eine Menge Sinn. Es gibt hier nämlich keine Aufstände. Ah, okay, cool. Ah, so funktioniert es, wurde einfach released. Das ist ja cool. So, jetzt wollen sie hier wieder Stress machen, aber kriegen sie es direkt auf den Sack. Der Holloway, der ist echt ein Problem. Polizeikräfte hier hin, sofort hinschicken. Vielleicht lernt er zwar was raus, wäre schön. Bei einzelnen Spots hier durchgehen, zu gucken, ob da noch alles Taco ist. Bleib noch da, bleib noch da, bleib noch da, bleib noch da. Bis es nach 12 ist. Nein! Okay, 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 der zählt aber noch da, bis ich Geld kriege. Ich bin frei. Sehr schön. So. Wieso zieht mir jetzt eigentlich Geld ab, wenn einer abhaut? Der darf doch weg. Langsam Bier mal repariert. Repariere jetzt noch diverse Toiletten. Repair in progress. Auch das sehen, auch gut.
Arcade waren, wo die ganzen Reparaturen jetzt angestoßen worden sind. Achso, mein Geld ist schon wieder weg. Ach, verdammt, der Scheiße. Ich komme mir vor, wie so eine Nut im Kaufrausch. Echt, ständig ist Kohle weg. Ach, da wurde jetzt auch gar nichts gemacht. Ist ja toll. Oh, Leute, irgendwie. Das sackt hart. Ja, aber so richtig. Immerhin habe ich jetzt ein paar Überschwemmungen weniger. Ich habe einen weiteren Duschkopf. Yay. Ich glaube, ich hole jetzt auch wieder mal ein paar Prisoner rein. 22 Prisoners, das verstehe ich halt nicht. Das ist irgendwie, wenn es immer mehr. Kann ich halt im Leben nicht versorgen. Da kann ich 13 von 9 Menschen nicht in der Holding Cell und sind damit eine tickende Zeitbombe. Auf der anderen Seite hätte ich dann richtig deutlich mehr Cash. Ich mache das jetzt mal. Einfach als Versuch, wenn es irgendwie nicht klappt, dann muss ich eh bald neues Gefängnis bauen, weil. Irgendwie geht ja gar nichts mehr. So. Den Bang Up, 4 Stunden habe ich jetzt vielleicht noch genug Zeit. Ich gucke jetzt mal, wie lange ich dafür brauche. Mit 5 Wachleuten. Nein, Bang Up. Achso, nee, Block. Nee. Shakedown! Ah, ein Löffel sind im Graben da, glaube ich. Einer will's wissen, ja? Macht da wieder Kerz an der Tür. Alles klar, Freundchen. Was ist mit ihm los denn? Traffic? Uiuiui. Das ist auch lustig. Force Imprisonment, aber ungerecht. Im Knast, alter Schwede. Der macht hier übrigens auch gerade übelst Stress. Okay, also 2 Stunden habe ich ungefähr 2/3 gemacht, das sollte also noch ganz gut hinhauen. Alter, der Holloway, der macht nur Stunk. Violent Disorder, ja wirklich. Irgendwie. Mal auf. Da mobben sie ihn dann direkt zu zweit wieder um.
Okay, Leute, ich glaube, mein Gefängnis geht langsam, aber sicher vor die Hunde. Die nächste Prisoners kommen an. Das ist echt ein bisschen fatal. Das ist nur der erste Rutsch, da kommt der nächste Rutsch, da kommt noch einer, noch einer. Nee, klar, nee. Hey, aber ich, theoretisch kriege ich richtig viel Geld, wenn keiner ausbüchst. Ja, schenkt uns das jetzt mal rein. Passt, hier wurden Leute zusammengemöbelt, auch gut. So, mein Gefängnis ist jetzt latent überbelegt. Es ist Freizeit. Und hier werden nach und nach meine neuen Häftlinge in die verordneten Zellen gebracht. Der Rest darf ich bequem machen in der Holding Cell, wo es nicht mehr genug Sitzplätze geben wird. Ach, das wird sicherlich für allgemeine Freude sorgen. So. Possession. Die werden hier schön eingesammelt. Also die Officers hier machen echt eine ganze Arbeit. Okay, jetzt die Zellen sind gefüllt, jetzt geht's schnell. Jetzt bin ich einfach in die Holding Cell gebracht. Ja, ich will gerne schlafen. Recreation beichten vielleicht, weiß ich nicht. Wird auf jeden Fall natürlich nicht so wirklich Gelegenheit in der Holding Cell. Ah, es ist Zeit. Jetzt wird spannend. Ich habe genau 32 Plätze für 37 Häftlinge. Auch das wird sicherlich ein Spaß. Ich hole mal gleich schon mal die Riot Police. Die sind noch ganz angepasst. Noch. Frage ist, wie lange? Jetzt kommt die nächste Zone. Jetzt wird's kritisch. Aha. Doch, aber ich krieg eine Quote von. Immerhin fast 60% werden gefüttert. Der Rest, die am Essen rumstehen, wird nicht gekocht. '62, super. Jetzt geht's los. Nein, geht noch. Geht noch. Ah, Closing, das sind ja schon wieder gehobene Bedürfnisse. '64% kriege ich mir gefüttert, das ist doch total okay. Jetzt geht's los. Yo! Okay, Leute, der Rechner hat sich gut aufgehängt. Ich mache die Folge jetzt etwas länger als sonst. Wir gucken uns jetzt einfach noch an. Northboss Bullen klopfen, jetzt geht's nämlich zu Ende. Riot Police natürlich.
geht wohl nicht. 24%, oh fuck, 24% Writing. Also Leute, jetzt merkt euch mal eine Sache. Eine großzügige Kantine ist echt sehr wichtig. Oh fuck, dead. Alter. Sonst geht alles vor die Hunde. Ich sage mal, aus diesem Gefängnis ging manches gut, manches nicht ganz so gut. Einiges ging schief, aber ich konnte sehr viel daraus lernen. Und die Gefangenen werden gleich wohl in Freiheit sein. Und denken sich so, what the fuck? What the fuck? Alle dürfen ausrasten bis auf mich. Dem öffne ich die Tür. So, also bis dann. Tschüss.